Moin und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, mein Video zur Ladekurve der Software 2.4 hat ja für einiges an Furore gesorgt. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich fahre zum Sexycast nach Hannover. Es sind 300 Kilometer und nach 300 Kilometer dürfte der Akku leer sein. Das heißt, ich komme hoffentlich mit unter 10% an, werde dann das Fahrzeug aufladen, wieder bis 80% und am Ende die Ladekurve natürlich wieder dokumentieren. Parallel lasse ich natürlich auch den OBD-11 wieder laufen, so dass wir wissen, bei welcher Temperatur Einlass, Auslass des Kühlsystems sowie Batterietemperatur selber das Fahrzeug steht. Mal sehen, ob es diesmal besser wird. Es wurde ja gemunkelt, dass der ID ein bisschen Hitzeprobleme hatte beim letzten Mal, 26,5 Außengrad. Und ich bin ganz gespannt. Heute sollte es deutlich kühler werden. Gerade in Hannover sind es maximal 21 Grad heute angekündigt. Es ist jetzt gerade 10 Uhr morgens. Und dann gucken wir mal, wo am Ende das Fahrzeug liegt. So, das kennt ihr schon. Fahrzeug verbinden. Muss ich jetzt nicht wieder extra für euch aufnehmen. Das machen wir eben. Und dann gucken wir gleich mal. Ich werde dann mal eben gucken, was das Auto jetzt sagt an Temperatur. Ja, PIN eingeben, Fahrzeug erkennen und dann geht's gleich los und dann werde ich euch mal eben sagen, welche Temperaturen wir haben. So, beste klimatische Bedingungen. Wir haben am OBD gemessen Auslass und Einlass 20 Grad, Batterietemperatur 20 Grad. Die Spannung der Hochvoltbatterie liegt bei 448,5 Volt. Insofern, das seht ihr gerade eingeblendet, können wir jetzt loslegen. Es geht 300 Kilometer nach Hannover ohne Ladestopp und dann bis gleich. So, nach einem Drittel der Fahrt, jetzt ziemlich genau, also ich bin jetzt 100 Kilometer gefahren, sieht es so aus, dass die Temperatur im Einlassbereich 27, im Auslass 26 ist und die Temperatur des Akkus selber 26,5 Grad sind. Ist also ein wenig höher als beim Start, aber jetzt nicht dramatisch hoch, also alles noch schick. Ja, ich melde mich dann wieder, wenn wir dann bei 200 Kilometer gelandet sind. So, 200 Kilometer gefahren und damit zwei Drittel hinter uns. Batterietemperatur hat sich nicht wirklich geändert. Ne? Wie ihr das seht, ist das immer noch, ich blende es jetzt mal eben auch parallel ein, 27 Grad inzwischen im Einlass, aber die Batterietemperatur selber ist immer noch bei 26,5 Grad. Außentemperatur ist genau identisch, auch 26,5 Grad. Ich dachte eigentlich, es wird kühler in Hannover und trage deswegen auch mein Hoodie, aber so kann man sich täuschen. Wa? Also, der nächste Stopp ist dann die Ladesäule. Ja, genau, ihr seht es. Ich bin mit genau 10% jetzt hier in Hannover gelandet. Das ist natürlich ganz cool. Jetzt gucken wir mal eben noch mal nach den Temperaturen im OBD. So, Batterie 34, Einlass- und Auslasstemperatur 32. Damit lässt sich doch gut aufarbeiten, würde ich sagen. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, einfach mal laden, ne? Und dann verfolge ich für euch natürlich die Ladekurve. Das heißt, 22 Grad übrigens hier in Hannover. Ändert sich jetzt irgendwas zu dem ersten Mal? War es vielleicht dem Auto wirklich zu warm oder nicht? Wie gesagt, wie ich eben schon sagte, 34 Grad Batterietemperatur sollte eigentlich eine schöne Ladetemperatur sein für so einen Akku. Also er geht in Richtung 130, seht ihr gerade. Hab wieder keine Reinigungstücher dabei für diese Säule, es ist echt versifft hier. Ja, 127,6, 127,9.
Also bei 10% ungefähr 128. Also zwischenzeitlich war es schon so, dass es bei über 130 war. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, ist er wieder ein bisschen runtergegangen. 125 sind wir jetzt bei 20%. Und das ist ja das, wo ich gesagt habe, dann geht er runter wieder auf die alte Ladekurve vom ID3. Spannend wird es dann bei ungefähr 50%. So, 30 gerade verpasst. 96 kW. Seht ihr hier unten. Und jetzt gucke ich mal eben in mein Handy, was da vorher waren. Bei der alten, da waren wir bei 100, also er ist schon ein bisschen unter der Kurve, die ich hatte von meinem ersten Ladevideo. So, ich gucke nochmal parallel im OBD, Auslass- und Einlasstemperatur bei Einlass 35, Auslass 36 und die Batterietemperatur ist jetzt bei 48 Grad. Ja, noch nicht ganz die 50 gekratzt, die wir beim ersten Ladevorgang hatten, aber es geht auch schon wieder in diese Richtung. So, 40% im Auto. Der OBD sagt inzwischen 49,5 Grad. Das seht ihr jetzt gerade, habe ich schon eben eingeblendet. Und wir gucken mal eben an der Säule nach der Ladegeschwindigkeit. So, mal eben. Die ist doch bei 83 kW. Ja, schreiben wir mal eben auf. Also 40%, 83 kW. So, wir haben jetzt die 50% erreicht und die Temperaturen, die seht ihr gerade, ich blende sie nochmal wieder ein, die liegen beim Auslass bei 24 Grad, Einlass runter auf 16 Grad, weil, das seht ihr unten, der Akku hat inzwischen 51,5 Grad. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, was das Ganze an der Ladesäule sagt. Da sind wir bei 60 kW bei 50%, ja, 60 kW, 50%. Leute, das ist genau die gleiche Ladekurve, wie sie beim ersten Mal war. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Schmarrn oder so. Diese 60 kW, die wird er jetzt halten bis 80%. Da kannst du aber von ausgehen. Also ich werde es weiter beobachten, aber das ist jetzt keine andere Kurve als wie beim ersten Ladevideo. 60% und ihr seht es gerade im Bild, die Kühltemperatur, also das wird richtig runtergeregelt gerade. Einlasstemperatur ist runter auf 13 Grad, Auslasstemperatur auf 21 Grad und der Akku ist ein bisschen runter auf 50 Grad. Und jetzt gucken wir mal wieder an die Säule. Ohne Karte kann man diese Säule hier nicht wieder zur Anzeige bringen. So, und wir laden mit 64,4. Es ist ein bisschen hochgegangen. Aber es bleibt immer auf diesem Plateau von ungefähr 60 kW. So, wir sind bei 70% angekommen und die Temperatur im Einlass ist nochmal runtergegangen auf 12 Grad, Auslass auf 19 Grad, also unter 20 Grad. Und ihr seht, auch die Batterie hat sich richtig abgekühlt auf 47,5 Grad. Sind jetzt aber bei 70% und da müsste jetzt runtergehen auf ungefähr 50 kW, ein bisschen mehr als 50 kW. Das überprüfen wir jetzt mal eben. Das war nämlich so beim ersten Mal. Und wie ihr seht, ist er bei 54,4 kW. Also da war er bei 53 beim letzten Mal, aber das ist ungefähr das, was auch in der anderen Ladekurve zu sehen war. Jetzt der nächste Punkt sind dann schon die 80%. Ich gehe aber davon aus, dass er bis 80% dementsprechend auch auf dem Niveau jetzt bleibt und nicht wieder hochgeht auf 60 oder so weiter. Also Ladekurve ist definitiv mit 2.4 entschärft worden, möchte ich fast sagen, oder, aber zum Fazit komme ich erst, wenn wir die 80% haben. Da, ihr seht, wir haben die 80% erreicht und wir haben beim OBD am Ende jetzt Einlasstemperatur von 13 Grad, Auslasstemperatur 19 Grad, Akku hat jetzt bei 80% 44 Grad, so, und jetzt kicken wir nochmal hier, was die Daten hier sagen. Er lädt mit 55 kW und wir haben 35 Minuten gebraucht, also eine Minute weniger als beim ersten Versuch, beim ersten Test, aber da war ich auch bei 8%, nicht bei 10%. Also 35 Minuten von 10 bis 80%. Wir stoppen das Ganze hier, weil dann kann ich mich gleich schon wieder weiter zum Sexy Cars nach Hannover hier. Und lass mir mal ein kleines Fazit ziehen. Ja, Cuvadis VW ID3.
Ich möchte aber eben wirklich die Frage stellen, ob diese Ladekurve jetzt tatsächlich von einer Optimierung redet, weil ich bin jetzt mit 10% angekommen, er ging hoch auf die 130 kW. Das ist insofern schon mal deutlicher Fortschritt zu den 100 vorher. Aber ihr habt es gesehen, das Auto war auch von der Batterietemperatur nicht überhitzt, 34 Grad, ging während des Ladezustands dann aber hoch bis auch wieder über 50 Grad, 51 im Top, beim letzten Mal hatten wir sogar 55, um dann durch die Batteriekühlung runtergekühlt zu werden, wieder unter 50 Grad. Jetzt eben habt ihr es gesehen. Ich möchte jetzt einfach mal mutmaßen und ganz im Ernst, ja, ich hätte jetzt die Klimaanlage ausstellen können und so weiter. Ihr kennt die Videos vielleicht von Björn Nyland, der Ähnliches mit dem Enyaq hatte, aber das kann es doch nicht sein. Sprich, es kann ja nicht richtig sein, dass ich als Nutzer eines solchen Fahrzeuges dann erstmal irgendwie die Klimaanlage ausstellen muss und so weiter, damit die Ladekurve vielleicht nicht einbricht. Oder aber würde sie es gar nicht tun. Vielleicht teste ich das auch nochmal. Aber was ich jetzt zeigen wollte ist, IP-Tronic Charger in beiden Fällen, ja, klar eine andere Software als bei ENBW, aber es ist ein IP-Tronic Charger, der ID3 ist der gleiche, 2.4 und die Ladekurve ist nahezu identisch mit meinem ersten Versuch, also kann man hier nicht davon reden, dass in irgendeiner Form irgendetwas überhitzt war oder so weiter, sondern ich glaube einfach, das ist hier State of the Art mit 2.4, wir warten also auf 3.0, ob sich dann irgendwas verbessert. Und dann sind wir alle schlauer. Im Moment sieht es aber eher danach aus, dass mit 2.4 die Ladekurve etwas, naja, ich möchte sagen, reglementiert wurde. Er fällt halt deutlich früher ab, geht bei 50% schon auf die 60 kW Plateau, um bei 70% auf so ein knapp 50 kW Plateau abzufallen. Es sind jetzt eben 55 am Schluss gewesen. Sei es drum. Das wollte ich nur noch mal eben zeigen. Also auch nach einer längeren Autobahntour, wo der Akku definitiv in einem Wohlfühlfenster war wahrscheinlich, ist es genau das gleiche Thema. Spannend wird es dann bei der Software 3.0, wenn der Akku vorklimatisiert werden kann. Da würde mich mal interessieren, mit wie viel Temperatur VW sagt, das ist Idealtemperatur am Lader. In diesem Sinne, bis bald. Ich hoffe, ich sehe einige von euch beim Sexy Cars Event jetzt. Und ansonsten, Kanal abonnieren, Daumen hoch oder runter, wie immer, ihr kennt das. Dann gern auch noch in die Kommentare, was denkt ihr zur Ladekurve des ID.3. Und dann hoffentlich bis bald. Ciao.